Und dann fällt dein Blick auf ihren Leib und du siehst, dass sie ganz furchtbare Wunden hat an ihrem Körper. Ist der Hilfe irgendjemand? Ist sie tot? Erkenne ich direkt, dass sie tot ist mit meinem medizinischen Wissen, was ich schon seit Du 2 Jahren rennst hin und du verschenke? würdest sagen, oh ja, die ist tot. Irgendjemand hat den Großteil ihrer Eingeweide gegessen. Todesursache, Uhrzeit? Würfel mal Medizin. Oh. Nein. Dir wird ein bisschen schlecht. Ich bin Praxis nicht gewöhnt. Ich bin lieber so hinter den Büchern. Und Paul? Und wo ist Und Paul? der zweite Körper? Der zweite Körper ist Paulchen, auch nackt und auch so in sich zusammengesunken. Eure Herzen rasen, als ihr näher rangeht und ihn so zurückzieht und der dann so auf den Rücken fällt. Er starrt so an die Höhlendecke mit offenen Augen, aber scheint keine Verletzungen zu haben. Wir sollten ganz schnell abhauen. Wir sollten eine Leiche zur Obduktion mitnehmen. Erkennen wir das? Also ist Paulchen auch tot? Für die Paulchen Wissenschaft. atmet noch. Wir sollten Okay. Paulchen mitnehmen, Frieda. Ja, natürlich sollten wir Paulchen. Ja. Und Ach, die genau. Leiche. Also das könnten coole wissenschaftliche Erkenntnisse bringen, woran sie gestorben ist. Wir Und ob können sie sich noch mal einmal geschafft, ohne runterbringen Leiche lässt. hier runterzuklettern. Ich glaube nicht, Ja. dass du es schaffst, mit Leiche nach oben zu klettern, so gern ich dich auch habe. Gibt es hier irgendwie einen Aufgang? Kommt man hier irgendwie, ohne dass man klettern muss, wieder hoch? Es gibt weitere Ausgänge in dieser Höhle, die irgendwo hinführen, in die Dunkelheit. Wir nehmen denselben Weg zurück. Ich gehe kein Risiko ein in diesen dunklen Ich Gängen. bin auch dafür. Also würde es jemand von uns schaffen, rein körperlich mit Bräuche nach oben zu klettern? Unter Umständen? Oder ist das komplett Zu unrealistisch? zweit? Paulchen, könnt ihr vielleicht, wenn ihr aus eurer Kleidung und solchen Sachen so einen Tragegurte bastelt, irgendwie mitnehmen? Ja, zwei Leichen wäre wahrscheinlich sehr schwierig. Wir nehmen nur Paulchen mit. Ja. Sorry, Vicky. Na, schnell. Okay, wir haben ja noch so Winterklamotten an, gehe ich mal von aus. Zieh meine Jacke aus und versuche irgendwie, ja, keine Ahnung, wie man das am besten macht. Ich mach das auch. Wir wickeln das zusammen, wir knoten was Ja. zusammen und spannen ihn irgendwie so Ja. an, ich glaube, Kims Rücken, weil Kim ist halt viel sportlicher als ich und ich helfe ihr halt dabei. Alles Ja. klar. Also gut, ihr ba bastelt eine Trage. Trage für Paulchen. Tatsächlich findet ihr auch hier Teile seiner Kleidung, die so von seinem Leib gefetzt wurde. Also da sind so Fetzen von übrig. Ne? So zerrissene Kleidungsstücke, die ihr auch benutzen könnt. Und ihr schafft es so eine ganz primitive, so um seine Arme und Beine geschlungen. Seine Augen sind offen und er atmet auch, aber er scheint nicht bei Bewusstsein zu sein. Ich lauf los, zurück. Ja. Ihr klettert hoch und helft euch gegenseitig gemeinsam da hochzukommen. Das dauert einen Augenblick. Und ihr habt so dieses Gefühl, dass in der Dunkelheit vielleicht die Dunkelheit selbst euch beobachtet. Damit komme ich klar. Ich grüße und laufe weiter. Lasst uns mal schneller machen. Ich bin auch für beeilen. Okay, ihr kommt oben an und packt Paulchen so zu zweit, zu dritt, so gut es geht, und tragt ihn. Lauft los und hinter euch hört ihr schwere, dumpfe Schritte. Wie nah sind die? In dieser Höhle, es hört sich an, als wenn es direkt hinter dir wäre. Okay, ich laufe als letztes und schaue ich die anderen vor. Schmeiß deinen Rosenquarz. Ich schmeiße meinen Ella, Rosenquarz nicht. hast du Lauft! Haarspray dabei? Hast du dein Schneller! Haarspray dabei? Ich habe Wir haben keine kein Zeit, uns die Haarspray Haare zu dabei. richten. Los, Nein, wir lauft! laufen. Ich bin auch für Laufen. Laufen, Lauft! laufen, laufen. Lauft! Ganz schnell laufen. Ich hätte eine Kannst du jetzt an Idee. deine Frisur denken? Nein, ich denke nicht an meine Lass Frisur. Ich laufen! habe eine Idee, den Nee, ich bin Campus auch für Laufen. aufzuhalten. Keine Idee, keine Wir Zeit für Ideen. laufen. Okay, Ich bin auch renne. für ganz Ich fühle schnell mich laufen. ungehört. Dann Ich renne. mach. Okay, Ihr dann. rennt los, so schnell ihr könnt, ja? Ja. Okay. Wolltest du irgendwas hinten machen,
Nein, ich laufe einfach. Du wolltest auch mitlaufen, okay. Du läufst ganz hinten, ja. Also ihr rennt los. Und natürlich, ne, sehr schnell, das Blut dröhnt in euren Ohren, eure Herzen schlagen, ihr hört eure eigenen Schritte, ihr ruft, ne, das ist total chaotisch. Ihr habt das Gefühl, dass hinter euch direkt noch diese Schritte, das Echo, das ist vielleicht euer Echo, vielleicht ist es was anderes, was kommt. Und dann erreicht ihr den Eingang zu dem Minenschacht. Ich helfe den anderen nach oben, drehe mich aber um und schaue, was uns entgegenkommt, quasi. Was hinter euch ist, ja? Okay, ihr rennt da hoch, Ella und Kim tragen den armen Paul. Frieda ist auch ganz vorne mit dabei und Mina ist hinten. Du drehst dich um und im Licht deiner Taschenlampe, deines Handys, siehst du eine geduckte Gestalt mit zwei so verdrehten Hörnern, die sich emporrecken. Und mach ein Foto. Mit so einer Fratze. Und als du ein Foto machst, das Licht aufblitzt, brüllt die Kreatur erbost auf und duckt sich weg. Oh, nice. Smart. Raus hier! Raus! Jetzt macht schon! Beeilen, würde ich sagen. Ja, okay, wir rennen. Okay. Ihr rennt raus und erreicht tatsächlich oben das Ende des Minenschachtes und kommt da raus und lauft dann da, ne, und kommt da auf diesen Schnee wieder und der rutscht so unter euren Füßen weg und ihr beginnt mit so einer kleinen Lawine diesen Wald herunter zu rutschen. Überschlagt euch ein paar Mal und kommt dann nach ein paar Metern gemeinsam so in einem Haufen zum Liegen. Ich versuche mich so schnell wie möglich wieder aufzurappeln und schaue auch, ob ja euch halt nichts passiert ist. Das ist körperlich, sieht nicht viel aus. Er hat hier und da so Kratzer und so, wahrscheinlich da, wo die Kleidung runtergerissen wurde. Aber mach doch mal Spot Hidden, bitte. Nice. Oh, gut. Auf seiner Brust ist so ganz leicht zu sehen, und dann mit dem Licht von dem Handy und so, das ist so wie, als wenn die Haut da so ein bisschen wie so ein Sonnenbrand oder eine leichte Verletzung oder so. Aber da zeichnet sich was ab und als du dann ein bisschen zurückgehst, siehst du, dass das so aussieht wie das Zeichen unter dem Bett von Bernd. Wir müssen zu dem alten Mann. Ja, also ich teile das ganz schnell mit, denke aber, dass, also Häuschen ist halt einfach gerade nackig und saukalt. Wir müssen halt echt ihn dringend wieder ins Haus bringen. Wir müssen zu diesem alten verfallenen Hof. Er war der Einzige, der sich nicht an dieser Feier beteiligt hat. Er scheint der einzig Vernünftige in diesem Dorf zu sein. Und er hat die Schutzrunen über seinem Türrahmen. Er hat gesagt, wir sollen gehen, aber er wird wohl kaum uns wegschicken, wenn wir ein nacktes, befluchtes Kind bei uns haben. Und Ben würde uns eher noch alle opfern. Die Statistiken sagen, dass bei dem Wetter ohne Schutzkleidung die Chance zu überleben nicht sehr hoch ist. Genau, das ist nämlich so. Deswegen gebe ich da recht. Wir sollten erstmal schauen, dass wir wieder die Normaltemperatur in seinem Körper herstellen können. Okay, dann machen wir es doch so. Wir haben ja sowieso, also wir haben ja die Jacken eh schon ausgezogen, dass wir ihn jetzt halt einfach anziehen. Also wir haben ja darunter unter Schneeklamotten wahrscheinlich trotzdem noch irgendwie Thermounterhose oder irgendwas in der Richtung. Wir sind ja aufgewärmt vom Rennen. Keine Ahnung, wer ist denn am kleinsten von uns? Das ist so. Frieda. Frieda. Ja. Frieda. Ausziehen. Das ist halt einfach, dass nicht so viel Luft drin ist, dass halt wirklich die Kleidung möglichst eng anliegt. Ich sehe natürlich die Gewinnchancen, dass wir ihn damit lebend irgendwie wieder zu uns holen können. So. Und biete an. Ich behalte das Loch im Auge. Weil es erscheint mir wie eine Quark-Idee, das alles hier zu regeln. Aber ich behalte das noch im Auge. Muss halt angezogen werden. Es ist halt echt kalt. Du kannst halt einfach super schnell. Wer weiß, wie lange der schon liegt da unten. Reden wir jetzt über die Thermounterwäsche oder einfach nur eine Jacke? Jacke und Hose. Also Skihose. Weißt du, und so Skihose. Ja. Okay.
Dann ziehe ich natürlich mein Jäckchen aus. Beziehungsweise du kannst die Jacke ja anbehalten und einfach, dann nehme ich meine Jacke, aber dass die Hose irgendwie oder dass man irgendwie zusammenbastelt, keine Ahnung. Also gut, ihr zieht teilweise Sachen aus und zieht die Paulchen an und tragt ihn dann mit euch mit, so ein bisschen eingehüllt und eingewickelt, ja, kein Problem, das geht. Aber für die, die was ausgezogen haben, ist es jetzt echt unangenehm, ne? Es ist echt kalt und der Weg bis zu dem Hof ist ein ganzes Stück, der ist halt außerhalb des Dorfes, ne? Dann hat nicht einer von uns alles ausgezogen, sondern halt einer eine Hose, einer eine Jacke. Wollt ihr zu dem Bauernhof des alten Mannes tatsächlich oder zur Herberge? Bauernhof. Ich würde auch, wenn es realistisch ist, würde ich eher zum Bauernhof gehen, ja. Ja, es ist ein Stückchen hinter der Herberge. Ihr hastet durch den Schnee, durch die Dunkelheit. Ihr seht überall in den Schatten irgendwie gehörnte Fratzen auftauchen. Aber tatsächlich erreicht ihr den Bauernhof. Ich klopfe ganz energisch. Ja. Verschwindet! Wir brauchen Hilfe. Sofort. Ich hab gesagt, ihr sollt gehen. Ich hab's euch gesagt. Jetzt sind wir hier. Macht ich hab's euch doch gesagt. Ja, sie hatten recht. Sie hatten ich recht. Ich drehe zur Seite und lass Frieda die Tür knacken. Gute Idee. Kein Bock auf Bullshit. Ich mache das natürlich, weil ich will da auch endlich rein. Ich kenne gar nichts mehr. Kein Recht, kein Unrecht. Tatsächlich ist das Problem, du kannst das Schloss knacken, aber innen drin sind 1000 Riegel vorgelegt, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte. Und die kannst du dich von außen nicht knacken. Aber tatsächlich, als ihr da rummacht und ruft, irgendwann hört ihr drin diese Geräusche, wie diese Riegel aufgemacht werden. Und dann öffnet die Tür sich ganz. Und dieser Mann steht da in so warmer Thermounterwäsche mit 1000 Löchern drin, in Gummistiefeln mit einem Gewehr in der Hand. Bitte lassen Sie uns rein, er friert sonst. Wir zeigen ganz panisch auf Paul. Ich zeige das Foto, das ich vom Krampus gemacht habe. Ja, das ist so ein verschwommenes Bild von einer gehörnten Gestalt mit einem Blitz. Das könnte auch während des Krampuslaufs entstanden sein. Könnte, ist es aber nicht, weiß er auch. Ja, also gut, er weiß das korrekt. Ja, du zeigst das Bild und er flucht so auf irgendwas Oberösterreichisches, was ich nicht kann, aber er flucht laut und tritt zur Seite und lässt euch rein. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Danke. Und dann macht er die Tür zu und haut sofort die ganzen Riegel wieder vor und ihr seht, dass die Riegel auch alle mit irgendwelchen Symbolen bemalt sind und eingeritzt und so weiter. Und die Tür innen ist auch mit Symbolen übersät. Drinnen müffelt es ziemlich unangenehm nach ungewaschen und ungeputzt. Und es ist auch ziemlich runtergekommen. Aber es gibt einer Tür kommt so ein warmer Lufthauch entgegen und da ist dieser Kamin, in dem alles Mögliche verfeuert wird gerade. Und als ihr da reinlauft, seht ihr, dass an der einen Wand ist so eine Kommode. Auf der Kommode stehen obendrauf jede Menge Bilder. An der Wand sind auch jede Menge Bilder von zwei kleinen Mädchen. Warum? Wir haben den Krampus gesehen. Den Krampus. Es kann keinen Krampus geben. Es gibt hier keine. Es gibt keine Krampus. Das ist gar nicht möglich. Nein. Gibt es in dem Haus irgendwie eine Wärmequelle, Kamin oder whatever, was ich jetzt. Ja, ein Kamin, genau. Ja, sehr warm. Ja, ich setz mich da bringe ich erstmal hin. Ja, da genau. Bringen wir Paulchen erstmal hin. Ich habe euch doch gesagt, dass ihr verschwinden sollt. Weggehen von hier. Wollten wir auch. Das ging nicht. Die stecken da alle mit drin. Die Dorfbewohner und unsere Betreuer und alle. Alles Bastarde, alles. Aber ganz offensichtlich. Hauptsache nicht die eigenen Kinder. Wie furchtbar. Aber trotzdem wohnst du noch hier? Wo soll ich denn hin? Naja. Irgendwo anders hin, wo keine Kinder geopfert werden. Aber meine Kleinen sind hier. Die sind noch da. Irgendwo da draußen in den Bergen begraben. Hm. Ich kann sie doch nicht alleine lassen. Mein Herz. Begraben von wem? Beileid. Wie lange sind sie schon fort? Bald 40 Jahre.
Der Krampus hat sie geholt. Der Krampus hat sie geholt. Und wie kommen wir jetzt hier weg? Also rein biologisch gesehen könnten sie eventuell gar nicht mehr leben, so nach 40 Jahren im Schnee. Aber Paulchen, du machst es nicht besser. Aber Paulchen, hier unser Paulchen, der lebt noch, der atmet noch und er hat so ein komisches Zeichen auf der Brust. Und stimmt, ja. Was kann man machen? Was können wir jetzt machen, damit... Sie haben ihn gezeichnet, damit der Krampus ihn holt. Können wir das Zeichen zerstören? Tja. Das Dorf! Was ist mit dem Dorf? Verhext. Sie holen euch. Und dann kommt der Krampus. Wie können wir uns schützen? Ihr müsst weg von hier. Es gibt keinen Schutz. Niemand kann sich vor dem Krampus schützen. Was ist mit dem Zeichen über deiner Tür? Ich dachte, ich könnte mich schützen. Aber meine Kinder, die beiden, er hat sie trotzdem geholt. Hast du ein Auto? Ja. Kannst du uns wegfahren? Selbstverständlich. Er stellt sich hin und beginnt so ein bisschen zu schwanken. Und ihr seht auch, dass so neben dem Sessel vor dem Kamin stehen jede Menge leere Flaschen. Ich sag ein bisschen kleinlaut, ich kann vielleicht Auto fahren. Kim, du kannst Auto fahren? Ja, ich durfte halt mal, bevor... Mein Papa hat es mir vielleicht mal gezeigt. Heimlich. Vorher. Cool. Vielleicht weiß ich zumindest, also so weiß ich nicht. Der alte Mann fällt in seinen Sessel und nimmt so eine Flasche und beginnt daraus zu trinken. Meine beiden. Kriegen wir den Autoschlüssel? Also er scheint dich nicht wirklich zu beachten, aber da liegt ein Schlüsselbund in einer Schale neben der Tür. Ich schmeiß ihn Kim zu. Müssen wir das Zeichen auf Pauls Bauch nicht irgendwie auch zerstören oder so? Das ist eine hervorragende Idee, aber wenn es in die Haut gebrannt ist, weiß ich nicht, was wir tun können, außer dem Kind weitere Brandwunden zuzufügen, was eine Option ist. Ja, ich schaue zu dem Feuer. War es nicht so, dass das andere, dass du beim anderen Zeichen nicht gemeint hast, dass das kleinste, wie sagt man? Die kleinste Änderung zerstört eine solch komplexe Rune natürlich. Ja, da wird ja nur ein kleiner Ritter reichen, oder? Es ist in ihn eingebrannt, oder? Es ist so, die Haut ist halt so ein bisschen, ne, wie bei so einer allergischen Reaktion oder so, aber nur halt in diesen Zeichen. Das ist so ein bisschen seltsam. Es ist keine Brandwunde oder so. Es ist so eine Hautreizung. Eine Hautreizung. Ist er gegen irgendwas allergisch? Weiß ich das? Ja, wahrscheinlich schon, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwelche Allergie, anaphylaktische Schocks auslösen wollte. Es ist eine Option. Wir gehen hier nur Möglichkeiten durch. Mach halt einfach einen kleinen Schnitt rein und dann los. Ich würde auch einfach einen kleinen Schnitt, zumindest um irgendwas auszuprobieren. Wir hätten auf jeden Fall genug Aceton, um das alles zu desinfizieren mit einem Blick auf die Schnapsflaschen. Okay, ja, also du kannst ohne Probleme einen kleinen Schnitt reinmachen. Der alte Mann trinkt irgendwie und weint in seine Flasche und erzählt irgendwie von seinen beiden Mädchen. Und ihr wollt dann Paul in den Wagen schaffen. In der Scheune steht ein ziemlich praktischer, großer Geländewagen. Uralt, aber mit so Schneeketten und allem, also was man braucht. Springt der Wagen an? Haben wir einen Schlüssel überhaupt schon? Ihr habt einen Schlüssel, ja. Kim, willst du ihn anwerfen? Der Wagen springt an. Los! Ja, let's go! Okay, Kim setzt sich ans Steuer. Sie kann auch schon fast über das Lenkrad gucken. ich erinnere mich aber auch so ein bisschen, worauf ich zu achten. Ich, ne, nicht viel Zeit, aber ich erinnere mich an das. Ja, ja, genau. Spiegel einstellen und alles checken und so, genau. So, mein Kopf hat dann Statistiken von diversen Verkehrsunfällen, aber ich versuche sie zu ignorieren. Und dann gib doch mal Gas, wirbel doch mal Drive. Heißt Drive, naja. Drive Auto. Drive Auto, ja, hervorragend. Du gibst ich Gas. Ich kann das auch. Was der ist Wagen... passiert? Wann? Naja, wahrscheinlich hast du irgendwann mal bei jemandem illegal am Parkplatz Auto gefahren.
Du gibst Gas, der Wagen fährt aus dieser Garage auf den verschneiten Platz. Da drehen die Reifen kurz durch, du hast jetzt keine große Erfahrung im Schneefahren, aber du kriegst die Kontrolle schnell wieder, reißt den Wagen rum, sodass er schlitternd auf diese Dorfstraße gerät und dann heizt du den Richtung Tal herunter. Du fährst so schnell, wie du es zutraust. Ne? Es schneit, es ist dunkel und die Straße ist nicht groß gestreut oder so. Und tatsächlich ist es schon so, dass du die ganze Zeit so Schweiß strömt in die Schläfen runter, während du daher fährst. Das ist eine sehr harte erste längere Fahrt tatsächlich. Weil die härteste, die man machen kann. Hinten hörst du, wie Paul stöhnt. Und du gibst noch ein bisschen mehr Gas und es so Serpentinen winden sich dann runter. Und es passiert nichts, es taucht kein Krampus auf und ihr fahrt aus diesem Tal heraus in die Tiefebene hinab. Haben wir wieder Internet? Tatsächlich habt ihr wieder Internet, ja. Als ihr weiter raus seid. Albtraum vorbei. Los, ruft den Notdienst. Ich rufe den Notdienst. Ich poste das Foto des Krampus mit dem Hashtag wilde Nacht auf Instagram. Hashtag wilde Nacht. Ja, und ihr so, hey, auf so einem Perschenlauf war ich auch mal. Ich trauere meinem Miniatur-Mikroskop hinterher, was ich immer noch in der Unterkunft liegen habe lassen. Ja, also tatsächlich gelangt ihr dann aus dem Hintergrader Tal hinaus. Und das Internet geht wieder und es verfolgt euch keine furchtbare Horrorgestalt und irgendwann schlägt Paulchen die Augen wieder auf. Paulchen, geht's dir gut? Es hat Vicky. Er ist wieder wach? Ja. Ja, und scheiß auf Vicky. Nee, ich sitze in-game so, ich sitze halt hier so. Er fängt an zu weinen und schlingt die Arme um Ella und hält sich an ihr fest und zittert ganz stark. Und alles gut, Paul, alles gut. Es wird alles wieder gut. Wir haben dich gerettet. Mhm. Und eine ganz große Leistung dabei hat tatsächlich auch Mina gespielt. Und ich nicke ihr anerkennend zu. Wir triumphieren den Rosenquarz in die Höhe. Irgendwas hat den Krampus abgehalten. Wahrscheinlich der Rosenquarz. Oder Mina. Genau. Oder ich bin einfach viel zu gut weggefahren. Ja, Kim, ey, ich bin so beeindruckt von deinen Fackeln. Ich finde Kim, danke, ich auch. Ich find Kim sehr, sehr cool. Ja, also tatsächlich, als der Wagen dann irgendwann an so einer, weißt du, Tankstelle, Raststätte zu stehen kommt, bist du total fertig, ne? So die Hände klammern sich so aufs Lenkrad. Aber ja, ihr könnt tatsächlich einen Notdienst rufen, also einen Unfallwagen oder so, der sich um Paul kümmert. Und ihr werdet dann da auch in Empfang genommen. Wir erzählen die ganze Story. Glaubt uns das irgendwer? Absolut nicht. Natürlich nicht. Großartig. Und wenn wir das mal zeigen? Das ist halt so ein bisschen auf der Haut gerötet. Also das verschwindet auch ziemlich schnell wieder. Sie sollten auf jeden Fall nach dem toten Kind suchen. Ja. Nun, so ist es halt. Die Nase des Pöbels ist seine Vorstellungskraft. Dadurch kann er jederzeit still angeführt werden. Und die limitierte Vorstellungskraft dieses Pöbels hindert sie eindeutig daran, die Wahrheit zu sehen. Das ist nicht wenig erstaunlich. Schon der große Meister hat diese Erkenntnis festgehalten. Das ist statistisch gesehen auch nicht erklärbar. Waren das statistisch gesehen schöne Abschlussworte? Ich finde eigentlich auch. Also, die Kamera fährt hinaus und ihr seht, wie sie so sich zurückzieht in dieses Tal, durch dieses kleine Dorf hindurch, wo aus verschiedenen Fenstern warmes, gemütliches, orangenes Licht scheint, fährt durch den Wald, durch das Dorf in den Wald, durch die Bäume, gleitet dann hinab in einen dieser Minenschächte und verschwindet tief unten
in den Felsen und Klüften des Gebirges. Und ganz kurz sieht man eine gehörnte Gestalt, die gebückt da steht und in die Kamera schaut und ein Fangzahngrinsen zeigt. Nie wieder Skiurlaub. Ich schreibe auf meine Weihnachtswunschliste ganz groß Rosenquarz. Generell, die generelle Geschichte ist, dass Kinder während einer Skifreizeit eigenmächtig im Wald rumgelaufen sind, bei einem gefährlichen Schneetreiben sich verirrt haben und unterkühlt wurden und allerlei Dinge erzählen dann. Das ist leider eins der Kinder, ist verschollen geblieben und wer weiß, ob es im Frühjahr gefunden wird, wenn es einfacher ist, Suchmannschaften loszuschicken. Aber die Skifreizeit fährt dann relativ früh wieder nach Hause zurück und ein kleines Städtchen irgendwo in Deutschland bleibt traumatisiert zurück von den Verlusten, die es erlitten hat. Nee, die sind die, die traumatisieren. Gar kein Mitleid. Ja, irgendwie schon. Und der Heimatfreundekreis Grad lädt im nächsten Jahr eine andere Schule nach Grad ein. Ich fange einen Blog an und berichte über meine Begegnungen mit der Finsternis. Ich fange einen Blog für ein an. Oh, ja. Oh, crazy. Hä, wir haben Paulchen gerettet. Wir haben Paulchen gerettet. Hätte der sterben können? Wahrscheinlich schon, gell? Ja. Natürlich hätte Paulchen sterben können, aber sicher. Hätten wir auch sterben können? Aber sicher hätte die auch sterben können. Ich hatte auch ein bisschen Schiss jetzt. So, ich hatte mit Autofahrten habe ich jetzt keine gute Erfahrung gemacht, bin ich ehrlich. Das stimmt, ja. Also, ihr wart ein bisschen zu alt für den Krampus direkt, aber hättet ihr euch mit den Dorfbewohnern direkt angelegt, hätte es auch noch schlimmer ausgehen können. Oha, ja krass. Da ist im Chat gerade so eine geile Idee. Wir machen jetzt so einen epischen Trainingszusammenschnitt und dann sind wir die neuen Krampusjäger. Bam. Die Krampusjäger. Wir sind zwar entkommen, aber das ist noch nicht das Ende. Oh. Und Christoph so, oh no. Könnte man bestimmt mit Hexen spielen. Ja, geil. Alright, yes. Cool. Ja. Ja, war nice. Schön. Das war richtig nice wieder. Ich werde es in den Chat gefallen. Ja, war eine wilde Nacht. Absolut. Frosch hat überlebt, okay, ja. Ja, jetzt verbringe ich sie wieder um. Ja, toll. Wie gut. Ich steig nie wieder zu dir ins Auto. Großartig. Nee, cool. Das war echt cool. Ja. Geile Story. Mega cool. So unfassbar viel Spaß. Du machst das so unfassbar gut. Ja. Dankeschön. Mega, ganz, mega, ganz mega großes Lob. Cool. Man kann Franigo, by the way, auch buchen. Nicht nur für private Sessions, sondern auch auf Twitch für Online-Sessions, so wie wir das hier heute gemacht haben. Cool. Also gerne anfragen. Große Empfehlung hier von uns allen. Ja, voll, absolut zu 100%. Ja, ich liebe das auch, wie du die ganzen Soundkulissen einbaust. Das war so herrlich. Absolut genial. Also, vor allen Dingen, man rechnet selber damit immer nicht. Ich fand es dann immer super, das so spontan mitzukriegen. Da kommt man richtig in Stimmung. Ja, ja, der Trick ist, das so maßvoll zu machen, dass es nicht die ganze Zeit was ist, sondern immer dann, wenn es überrascht. Genau, wenn es wieder überrascht. Mega gut. Ja, aber auch ein großes Lob an euch alle, weil ich muss sagen, irgendwie finde ich den Vibe total cool, dass wir, wenn wir Charakter erstellen, irgendwie sowas machen, das so sich gegenseitig ergänzt. Wisst ihr, was ich meine? So, dass es nicht so dieser Vibe ist von wegen, ich will unbedingt diesen Charakter spielen, sondern man hat irgendwas, wo man glaubt, das ist noch so ein Ticken besser für die Story. Das finde ich halt total geil. Das ist auch so lachen, jemand im Chat hat geschrieben und es stimmt einfach, Marie und ich haben einfach vom letzten Pen and Paper die Rollen komplett getauscht. Ja, ja, das ist auch. Wie geil! Ja, true. Ja. Hä, wie
wie funny. Es hat auch tatsächlich, ich habe damit gerechnet, dass wir so 3 Stunden brauchen würden. Und es hat ein bisschen länger gebraucht, weil ihr die ganze Zeit so viel Interaktion hattet. Ne? Ja. Also das ist nicht zu viel, sondern einfach, weil ihr die ganze Zeit Rollenspiel gemacht habt und in Charakter wart, habt ihr dann, hat es länger, als ich gedacht habe. Normalerweise ist die Fokussierung ja häufig mehr auf die Story und so. Aber bei euch war das jetzt so mit dieser Gruppendynamik und dem Hin und Her. Das war schon ziemlich nice und ja. Ja. Oder was Getzbeck hier auch schreibt, ich habe letztes Mal sehr viele Zitate vorbereitet und Leise halt diesmal sehr, sehr viele Poe-Zitate. Das muss ich auch sagen, war sehr, sehr geil. So, das hat das Ganze der nochmal, Meister! Ja, alle so die Charaktere gelebt. Das fand ich sehr cool. Also ich möchte jetzt niemanden dissen, aber aus meiner persönlichen Erfahrung als jemand, der seit langer, langer Zeit in der gotischen Szene unterwegs ist und schon sehr lange schwarz gefärbte Haare hat, hat Leise sehr gut eine nervige 16-Jährige dargestellt. Es tut mir jetzt echt leid für all die netten Menschen, die dann aus dieser Phase auch wieder rausgewachsen sind. Und die Gothic-Szene hat wirklich die allernettesten Menschen der Welt zu großen Teilen. Das ist kein Witz. Aber ja. Mega, mega herrlich. Ey, cool. Die sind halt wirklich großteils richtig ätzend, wenn sie 16 sind. Wie sich dann der Chat sagt, confirm als Altgrufti. Ja. Mega geil, ey. Ja. Schön, es war eine Freude. Vielen, vielen Dank, dass ihr am Start wart. Ja. Danke schön für die Einladung. Es war großartig. Ich freue mich danke auf die nächste Folge. Schon wieder. Dann würde ich sagen, epischer Abgang. Gell? Und bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss. Adios. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja. Genau. Ich hoffe, ihr wart alle brav. Und der Krampus. Yeah.